Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Mega Man 11 Let's Play. Los geht's! Spiel laden. Ja, ich möchte diese Daten laden. Wir befinden uns jetzt im ersten, zweiten, dritten, vierten Dr. Wily, in der vierten Dr. Wily Stage. Mal gucken, was uns erwartet. Wahrscheinlich nicht das letzte Level. Wily fährt ja gerne nochmal mit irgendwelchen Überraschungen auf. Wenn es sein muss, verwandelt er sich in ein Alien. Und lässt sich von einfachem Blasen besiegen. Okay, das ist nicht ganz gefahrlos hier läuft, war mir klar. Ja! Spiky! Ein Traum. Aha. Okay. Noch mehr Spiky. Nicht gut. Ich bin ja ein bisschen nervös. Ich könnte ja jederzeit runterfallen. Ah, spring ich hinterher? Nein, ich lasse es. Ich fahre mal ganz, ganz vorsichtig runter. Teil hätte ich auch irgendwie zu Fuß bewerkstelligen können. Aha. Oh, Stacheln. Viele Stacheln. Ich spring mal hier runter. Wow! Das Teil habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Um nicht zu sagen, eigentlich bisher nur ein einziges Mal. Und zwar in, Mega Man 1! Ich würde ja gern demonstrieren, dass das mein Leben und meine Waffen vollständig auffüllt. Zumindest war das damals so. Aber ich bin voll. Ich kann es trotzdem einsammeln. Wow. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Cool. Das ist, also, soweit ich weiß, so ein Capcom-Gimmick. Das gibt es wohl in diversen anderen Spielen auch. Und im Mega Man hat es bisher, soweit ich weiß, bislang nur in Mega Man 1 einen Auftritt gehabt. Auch in der Dr. Wily Stage. Irgendwo kurz vor den Robotmastern. Aber danach, ich meine, nie wieder. Deswegen bin ich gerade ein bisschen überrascht, aber positiv. Oh, hier geht's weiter. Doch, hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Ich wollte gerade sagen, jetzt geht, hier geht es nicht weit. Oh. Ich halte mal die Klappe. Na klar. Show yourself, Wily. I won't let you get away with all this. Wow. Okay, vorsichtig gucken. Wo bist du zu treffen? Oh. Aha. Bislang noch gar nicht. Okay, dann benutze ich mal irgendeine Waffe, mit der ich nach oben schießen kann. Warte, du Feigling! Oh! Scheiße, benutze ich jetzt einen E-Tank? Erstmal ja. Was habe ich denn jetzt getroffen an ihm? Auf jeden Fall habe ich was getroffen. Ich kann bloß gerade nicht sagen, was. Aber selbst wenn ich damit treffe, es zieht nicht so viel ab. Oh, mal gucken hier. Bouncy Ball. Aua. Ah. Nee, das ist auch nicht.
Nein. Was haben wir noch Schönes? Toll. Also schon irgendwie... Nein, hört doch mal auf, ihr blöden Raketen. Aha. Ich weiß gerade jetzt nicht, wie es mit der nächsten Phase aussieht. Beschissen. Komm, wir benutzen einfach noch einen E-Tank. Wir schlagen uns jetzt irgendwie durch. Irgendwie schlagen wir uns durch. Ich kann auf die... Scheiß Raketen drauf. Ich bin überhitzt. Fuck. Verdammt, ich komme nicht mehr an ihn ran. Was soll denn das? Oh, jetzt kann ich ran. Hupsa. Gebe niemals auf, Dr. Wily! Oh, fuck. Oh, Gott. Ach, ich benutze trotzdem mal den E-Tank. Einfach, weil ich's kann. Ah. Haut er nochmal einen Treffer raus? Ach, ich wollte springen! Mehr treffen. Zu blöd zum Treffen. So! Man braucht nur eine Handvoll E-Tanks. Du hast noch nicht die Schnauze voll. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Ah, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Du nimmst das sehr ernst mit Gear, oder? Oh, Moment, ich benutze nochmal einen E-Tank, because I can. Was benutzen wir denn Schönes als Waffe? Hier, wir bouncen ein bisschen. Bounce ist schön. Du surrenderst! Ich nehme es zurück, bounce ist nicht schön. Oh! Ich bin überhitzt. Schade. Ich habe auch ein Speed Gear. Jetzt? Was machen wir nun? Sind wir beide gleich schnell oder gleich langsam, wie auch immer? Oh Gott. Hör auf, mich zu nerven, Kumpel! Ah, E-Tank. Und, Wieso hast du ein Double Gear? Oh Gott, haut er viel Schaden raus! Verdammt! Okay, wir machen das anders. Wir machen es nicht anders. Wir benutzen den hier noch. Den haben wir auch noch. Und noch ein E-Tank. Was habe ich sonst noch nicht benutzt? Ich habe den Pile-Driver noch gar nicht sinnvoll benutzt. Die Frage, kann ich den sinnvoll benutzen? Eigentlich nicht. Komm, dann machen wir das ganz klassisch mit dem Megabuster. Wenn du Double Gearst, dann kann ich das auch. Oh, ich wollte Double Gearen. Achso, ich habe noch zu viel Leben für Double Gear. Schade. Jetzt lass ich doch mal treffen. Oh, das war hartnäckig. Ah, ich kann den nicht treffen, wenn er...
Shit. Komm, nur noch von oben nach unten. Einfach, ja, so kann ich dich treffen. Ich treff nicht. Ah, ich bin so blöd. Ich bin doch einfach blöd. Aber das war doch bestimmt noch nicht alles, oder? You leave me no choice. Time for Plan B. Natürlich. Spare me. Mercy, Mega Man. Enough. You can't fool me that easily. Ja, nicht das elfte Mal. But don't act so cocky. I didn't lose to you. I lost to my own technology, my double gear. I'm the greatest. I'm a genius. My, my. Will you never learn from your mistakes? Light! What are you doing here? You... you plagiarist! Da hat er irgendwie recht. Open your eyes, Wily. Look at Mega Man and tell me what you see. All I see is the instrument of my downfall. Mega Man wields tremendous power, but he has the intelligence to use it wisely. He's your vision and mine combined. If our ideas, our gears, could mesh together, Mega Man would be the result. We achieve this together. It's not too late, Albert. Atone for your crimes and join me again. Silence! My plans have only just begun, you fool! And I won't stop until I see both of you kneeling before me in utter defeat! Hold it, Wily! Remember this! Dr. Wily always strikes again! Farewell! Wily! Und weg ist er wieder. My old friend, perhaps our gears will never mesh together. Doctor, the fortress is collapsing! Ah! I've been searching all over the place for you! Warum seid ihr überhaupt hier? Did you succeed? All good, Doc! But if you don't mind my saying so, I think it's about time we blew this joint! Dr. Light, follow me! Puh. Ich glaube, ich kann mich zurücklehnen. Das war Mega Man 11. Der jüngste Teil der Mega Man-Reihe und, wenn man mich fragt, ein unglaublich gelungener Teil. Ich bin sehr zufrieden mit im Prinzip allem. Die Optik gefällt mir, die Sprachausgabe ist super, die Musik ist catchy und passt, die Robot Master sind bis auf diesen komischen Clown-Mann Bounce Man soweit ziemlich cool. Und das Gameplay mit dem Gear System hat was. Hat wirklich was. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War zum Teil etwas schwierig, erstmal am Anfang zu handeln. Und ich habe häufiger das Speed Gear benutzt als das Power Gear. Das habe ich im Prinzip fast gar nicht benutzt. Außer eigentlich nicht, wenn ich es wirklich gebraucht habe, sondern nur aus Jux, um es überhaupt mal zu benutzen. Ich habe zwischendurch in meinem Let's Play mal gesagt, ich mag das Shop-System. Ich finde das sehr gut, dass man dort Leben und E-Tanks nachkaufen kann. Das hat leider den Nachteil, dass das Spiel auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad etwas zu leicht ist. Das mag jetzt irgendwie ein Widerspruch in sich sein, aber ist es. Ich als zugegebenermaßen Mega Man-Veteran hätte mir vielleicht doch ein schwierigeres Spiel gewünscht, mehr oder weniger.
so wie es am Anfang bei Blockman der Fall war, da hatte ich ja extreme Probleme. Und das wurde immer leichter, je weiter ich meinen Gear ausgerüstet hatte, je mehr ich halt bekommen habe. Gut, man könnte jetzt sagen, ich musste es ja nicht unbedingt einsetzen, aber wenn einem das Spiel schon dies zur Verfügung stellt, dann nutze ich das auch. Und es hat ja auch Spaß gemacht, mit dem Double Gear System da sich durch die Gefahren zu kämpfen. Wie so häufig habe ich während des Spiels weniger die neuen Powers der Robot Master verwendet, weniger als mir eigentlich lieb war, sondern bin einen Großteil des Spiels nur mit dem Mega Buster durch. Ich habe auch leider nicht ganz herausgefunden, welcher Boss eigentlich gegen welche Power empfindlich ist, sodass ich im Endeffekt nur den Mega Buster verwendet habe, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Was ich auch ein bisschen schade finde. Wobei, bei einigen habe ich es ja herausgefunden, das war eigentlich ganz cool. Bei anderen halt nicht. Die Power selber habe ich nie wirklich benutzen müssen. Es war einfach situationsabhängig, beziehungsweise es gab einfach keine Situation, wo ich sie wirklich gebraucht hätte. Was ich ein bisschen schade finde. Dass ich Rush Coil am Anfang hatte, direkt zu Beginn an, war schon ganz cool. Rush Jet habe ich ja später bekommen, den habe ich, ich glaube, einmal wirklich sinnvoll benötigt und danach nie wieder, was schon fast schade ist. Ah. So, aber im Großen und Ganzen gefiel mir Mega Man 11 echt gut. Leider muss ich auch dazu sagen, ein Vollpreisspiel, ich glaube, das kostet... Ich glaube, man kriegt das für 30 Euro über Steam. Ich habe es im Steam Sale für, ich glaube, 25 bekommen. Hab mir gedacht, ja, komm, greifst du mal zu, du bist ungeduldig. 25 ist vielleicht noch ein bisschen zu viel, 25 Euro. Für 20 Euro hätte ich gesagt, okay, Spiel hat sich gelohnt. Für 25, boah, grenzwertig. War als echter Mega Man-Fan. Lässt man sich davon natürlich nicht abhalten. Ich hätte das Spiel auch schon viel früher spielen wollen, ganz ehrlich. Ich bin jetzt froh, dass ich das nachgeholt habe. Und ich bin froh, dass Capcom gesagt hat, hey, wir müssen nach Mega Man 10 mal wieder ein Mega Man-Teil rausbringen, Mega Man 11. Grundsätzlich auch nochmal zusätzlich zum Gameplay. Ich finde es einfach schön, dass die nicht versucht haben, was super Neues reinzubringen. Das haben die in Mega Man, also in der Classic-Reihe sowieso nicht gemacht, aber in der Mega Man X-Reihe haben die es versucht mit ab Mega Man 7. Also im Prinzip Mega Man 7 und 8 waren da irgendwie anders vom Gameplay her als die anderen X-Teile. Mega Man X7 und Mega Man X8, Entschuldigung. Kurzum, mit Mega Man 11 haben die meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Ich bin höchst zufrieden. Ja, will ich sonst noch irgendwas erzählen? Es gibt noch ein paar Modi, ein paar Extras. Die zeige ich euch einfach hier nach. Also in der nächsten Folge. Ich mache noch eine Folge Mega Man 11 und zeige euch, was es für Specials noch hier gibt. Joa. Und wenn mir sonst nichts weiter einfällt, lasse ich jetzt einfach nur den Abspann laufen und bin an dieser Stelle raus. Wir sehen uns dann, wie gesagt, in der nächsten Folge Mega Man 11 und ich zeige euch dann, was es noch Schönes gibt. Ansonsten verabschiede ich mich und bedanke mich, dass ihr bei meinem Mega Man 11 Let's Play dabei gewesen seid. Wir sehen uns dann also beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut, euer Unknown D. Ciao!
Mega Man reporting home. Right on time, Mega. At the rate we're going, we should have all 8 robots back on their feet by dinner time. Doctor, did you install Mega's double gear system into Otto? I did. I'll remove it later, of course, just as soon as Otto's done working. So this is why you came all the way to the Gear Fortress? Yes. We were able to recover all their primary components, so they should be just like new. It would be a shame to let their talents go to waste when there's still so much good they can do. Isn't this great, Mega? You bet. Otto, you're slowing down. Why don't you pick up the pace? If I go any faster, you'll be picking up my pieces.